Erst einmal, das Datum der Himmelsreise ist nicht authentisch belegt. Ja, man sagt Ende von Rajab, ja, einige feiern diesen Tag dann auch die Himmelsreise, was natürlich weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, noch die Sahaba getan haben, noch irgendwie zur Sunna gehört, ja, sondern das Feiern der Himmelsreise ist eine Erneuerung. Ja, die Regel ist einfach. Die Regel, damit wir wissen, was ist eine Erneuerung, ist ganz einfach. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat und die Sahaba nicht getan haben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht irgendwie bestätigt hat, ein anderer hat es getan, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte es bestätigt, auch das ist nicht der Fall. Das ist eine Erneuerung. Ausnahmen sind Hilfsmittel bei einigen Gelehrten, die sagen, Hilfsmittel gehören nicht zur Erneuerung. Zum Beispiel, Rasul sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit gab es ja nicht den Koran als Buch, sondern das waren einzelne Utensilien. Ein Knochen hier, ein Lederstück hier, Palmfasern da, ja, wo der Koran geschrieben wurde. Der Koran wurde jetzt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht in ein Buch geschrieben. Hast du eine Frage oder was? Es gab keine Blätter in der damaligen Zeit, so wie wir sie kennen. Ja, oder von zum Beispiel anderen Ländern, zum Beispiel im alten Ägypten und so weiter und so fort. So etwas gab es nicht, ja, sondern man hat eher auf Lederstücken geschrieben. Und das war der Koran. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, aufgrund der Tatsache, dass viele Sahaba getötet wurden in Kriegen, die den Koran auswendig konnten, wollte den Koran dann in ein Buch, in ein Exemplar niederschreiben. Und Uthman radiallahu an dann in seiner Ära, in seiner Epoche, hat dann dieses Buch vervielfältigt. So. Wir reden hier natürlich nicht von einer Bid'a. Erstens, es sind Sahaba. Das haben wir in der Definition gesagt. Also weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch die Sahaba, insbesondere die vier Kalifen. Woher haben wir das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der recht geleiteten Kalifen nach mir. Wenn jetzt jemand kommt und sagt: Sekunde mal, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es nur einen Adhan am Freitag. Wer hat den zweiten Adhan eingeführt? Ja? Uthman radiallahu anhu. Also können wir daraus entnehmen, dass wir Sachen erfinden dürfen in der Religion. Die Antwort lautet: Bist du ein Sahabi? Bist du ein Gefährter? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sollen Uthman folgen radiallahu anhu. Gibt es einen Hadith, in dem steht, wir sollen dir folgen? Natürlich nicht. Also kannst du keinen Analogieschluss hier ziehen. Ist das klar? Das ist Nummer eins. Zweitens, es ist nur ein Hilfsmittel. Heutzutage benutzen wir Mikrofone. Ist es eine Bid'ah, ein Mikrofon zu benutzen beim Adhan? Nein, es ist kein Bestandteil des Gottesdienstes. Der Gottesdienst besteht nicht aus Mikrofon benutzen, sondern der Gottesdienst, Al-Adhan, also diese Ibadah, besteht aus dem Aufsagen von diesen Sätzen, Allahu Akbar und so weiter. Aber das Mikrofon ist nur ein Hilfsmittel, also ist das keine Bid'ah. Ist das klar? Das Beleben aber jetzt, das Feiern einer Angelegenheit, das ist kein Hilfsmittel, sondern das ist dann eine Ibadah selbst, also ein Gottesdienst selbst. Und das ist nicht erlaubt. Warum? Weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat und die Sahaba es nicht getan haben. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Definition der Bid'ah, wobei sie es hätten machen können. Das bedeutet, der Grund, den gab es damals schon. Al-Isra al-Mi'raj hat ja zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden. Hat er erst jährlich den Leuten gesagt, an diesem Tag hat Allah azza wa jal mich von Mekka nach Al-Quds gebracht und dann von Al-Quds zum siebten Himmel und das nächste Jahr. O ihr Menschen, an diesem Tag hat mich Allah azza wa jal von Mekka nach Al-Quds gebracht. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan? Hat er nicht, also machen wir es auch nicht. Deswegen dürfen wir diesen Tag oder diese Nacht oder diesen Abend nicht mit etwas bevorzugen, dass wir dort extra an diesem Tag fasten. Du kannst das ganze Jahr fasten. Natürlich nicht am Stück, ja, das ist nicht erlaubt, aber du hast das ganze Jahr Zeit zu fasten. Warum gerade diesen Tag? Das ist ein besonderer Tag. Ja, aber nicht zum Fasten. Ja, das ist ein historischer Tag, ja. Wir können Lehren daraus entnehmen, ja. Aber dass wir da Gottesdienste einführen an diesem Tag, das ist nicht erlaubt. Ja. Al-Isra wal-Mi'raj erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Al-Isra an einer Stelle und Al-Mi'raj an anderer Stelle. Wo steht Al-Isra?
Genau, am Anfang von Surat al-Isra. Es gibt eine Sure, die heißt Al-Isra. Al-Isra ist die nächtliche Wanderung. Ja? Die nächtliche Wanderung. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gepriesen sei derjenige, der seinen Diener in einem Teil der Nacht wandern ließ, min al-Masjid al-Haram, von der heiligen Moschee, also in Mekka, ila al-Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawla, zur Moschee in Al-Aqsa, also in Palästina, welches, dessen Umgebung wir gesegnet haben. Also das ganze Gebiet ist ein gesegnetes Gebiet. Hier gibt es eine Besonderheit, und zwar Al-Isra ist die nächtliche Wanderung. Warum sagt dann aber Allah Laylan in der Nacht? Al-Isra ist ja in der Nacht. Warum sagt dann, gepriesen sei derjenige, der die nächtliche Wanderung in der Nacht, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam die nächtliche Wanderung in der Nacht vollzogen haben ließ? Ja, auf jeden Fall. Die Gelehrten sagen, damit wird deutlich gemacht, dass es an einem Teil, an einem Stück der Nacht war, nicht die ganze Nacht. Laylan, nachts, also in einem Abschnitt der Nacht. Also die Nachtwanderung, Al-Isra, war in einer kurzen Zeit der Nacht, hat nicht die ganze Nacht gedauert. Das ist so ein rhetorischer Aspekt in dieser Ayah. Und wo steht Al-Mi'raj? Nicht in Surat Al-Mi'raj, die gibt es nämlich nicht. Also jedenfalls nicht offiziell die Bezeichnung. Ja? Ja? Nein, nicht in Surat Al-Isra. Das ist so eine Quizfrage. Gut für Ramadan, ne? Inshallah. Aywa, Al-Mi'raj, in welcher Sura? Aywa? Al-Najm, Allah yiftah alayk. In Surat Al-Najm, der Stern. Wal-Najmi idha hawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Also, das ist die Einleitung. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass eben der Prophet sallallahu alayhi wa sallam begleitet wurde, eben von Jibril alayhi salam. Und zum Baum Sidrat al-Muntaha, ja, also zum höchsten Baum, also zum letzten Baum, ja, in der höchsten Stufe angekommen ist. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam beschrieb diese Reise. Und zwar sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, erst einmal, es gibt viele unauthentische Ahadith, aber es gibt auch einige authentische. Ja, und wir beschränken uns natürlich auf die authentischen Ahadith. Er sagte, als ich mich hingelegt habe, beim Haus, also bei der Kaaba. Ja? Und ich war halb am Schlafen, also ich war nicht ganz wach und ich war nicht ganz am Schlafen. Da kam zu mir jemand und hat meine Brust aufgemacht und mein Herz herausgenommen und es mit Semsemwasser gewaschen. Danach hat er es gefüllt mit Weisheit. Und er hat es wieder zurückgebracht, also das Herz in meine Brust. Danach bekam ich ein Tier, ein weißes Tier, welches Al-Buraq genannt wird. Es ist größer als ein Esel und kleiner als ein Maultier. Was ist ein Maultier? Ja? Kreuzung aus Esel und Pferd. Ein Schritt von ihm ist so weit, wie das Auge sehen kann. Also sobald er einen Schritt macht, macht er die Entfernung so weit, das Auge sehen kann. Jibril alayhi salam war da und dieses Tier Al-Buraq war etwas unruhig und da sagte Jibril alayhi salam, was ist mit dir los? Machst du das? Warum verhältst du dich so? Das ist Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kein edlerer ist auf dir geritten. Al-Buraq nämlich war das Gefährt, ja, also dieses Tier, das Reittier aller Propheten. Nicht nur des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Auf einmal beginnt er an zu schwitzen, dieses Tier, Al-Buraq, ja, aus Ehrfurcht, ja, aus Respekt. Dann bin ich mit ihm gegangen und ich habe ihn gebunden an der Stelle in Al-Quds jetzt. Ja, also er ist von Mekka nach Al-Quds. An der Stelle, an dem die Propheten ihn angebunden haben. Wo ist das? Das ist die Klagemauer. Die Klagemauer ist die Buraq-Mauer. Das ist die Mauer, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gefährt, dieses Tier eben
gebunden hat. Und nicht nur er, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sondern auch die Propheten vor ihm. Dann bin ich in die Moschee eingetreten. Welche denn? Ja? Al-Aqsa-Moschee. Was ist die Al-Aqsa-Moschee? Wie sieht die aus? Ja? Eine goldene Kuppel? Ja? Die Moschee mit der schwarzen Kuppel? Sonst noch eine Idee? Genau. All die Fläche, in der diese Moschee mit der schwarzen Kuppel ist, die nennt man die Qibla-Moschee, weil sie in Richtung Qibla steht, und dann die mit der goldenen Kuppel, aber auch die Fläche drumherum ist die Aqsa-Moschee. Nicht nur die eine Moschee, sondern die gesamte Fläche ist die Al-Aqsa-Moschee. Also, sagte er, dann bin ich eingetreten in die Moschee und habe als Vorbeter mit den Propheten gebetet. Das heißt, die Propheten, Allahs Segen und Friede sei auf ihnen allen, waren allesamt da und unser edler Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Vorbeter. Dann bin ich herausgegangen und Jibril kam zu mir und brachte mir ein Gefäß mit Wein und ein Gefäß mit Milch. Ich wählte die Milch aus. Da sagte Jibril, du hast die natürliche Veranlagung gewählt. Also deine Entscheidung entspricht der natürlichen Veranlagung. Also jeder Mensch, der gemäß seiner natürlichen Veranlagung handelt, wählt Milch und nicht Wein. Warum? Weil Wein ist schädlich, ja, berauschend. Dann hat er meine Hand genommen, also Jibril a.s. hat die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen und ist mit mir in den Himmel der Dunya, also dieser Welt hier, emporgestiegen. Als ich dort angekommen bin, sagte Jibril zum Wärter, also zum Wächter des Himmels, öffne die Tore für uns. Dann sagte der Wärter, wer ist das? Dann sagte er, Jibril. Dann sagte der Wärter, ist mit dir jemand? Dann sagte er, ja, mit mir ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Wärter, wurde er denn schon entsendet? Also, sind wir schon so weit, ja, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, jetzt schon Prophet geworden ist? Da sagte er, ja. Als uns dann geöffnet wurde, haben wir einen Mann gesehen, der dort saß und er hatte Kissen rechts und links. Wenn er auf die rechte Seite gesehen hat, hat er gelächelt. Und wenn er auf die linke Seite gesehen hat, hat er geweint. Da sagte er, willkommen, o edler Prophet und o gütiger Sohn, also guter Sohn. Da sagte ich, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zu Jibril, wer ist denn das? Da sagte er, das ist, wer? Nein? Adam. Er hatte gesagt, Sohn. Ja, Isa ist ja nicht der Vater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch nicht der Großvater. Ja. Rasul sallallahu alaihi wasallam ist ja von Ismail und Isa alaihi wasallam ist von Ishaq. Also es war Adam alaihi wasallam. Dann sagte Jibril alaihi wasallam, das ist Adam. Die Kissen neben ihm, das sind die Seelen der Menschen. Wenn er auf die rechte Seite sieht, dann schaut er sich die Paradiesbewohner an. Und wenn er auf die linke Seite sieht, dann schaut er sich die Höllenbewohner an, möge Allah uns davor bewahren. Dann sind wir emporgestiegen zum nächsten Himmel, zum zweiten Himmel. Dann bat er darum, dass man ihm die Tore öffnet. Dann sagte dieser Wärter, wer ist da? Da sagte Jibril, Jibril. Ja, das ist auch ein Benehmen. Der hat nicht gesagt, ich bin's. Ja, man sagt nicht ich. Wenn du klopfst oder wer ist da, dann sagst du deinen Namen. Er fragte, ist mit dir jemand? Dann sagte er ja. Und er fragte, wer? Dann sagte er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte dieser Wärter, wurde er denn schon entsendet? Dann sagte er ja. Dann sagte er, willkommen. Also wurden die Tore geöffnet und ich sah wen? Im zweiten Himmel? Nein. 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 Idris hat er gesagt. Nein. Ja. Und? Yahya. So sah ich Yahya und Isa.
Und sie sind Cousins, also Sohn der Tante mütterlicherseits. Nennt man Cousin, oder nicht? Ja. Also, dann hat er Yahya und Isa gesehen, sie haben ihn begrüßt, also habe ich den Gruß erwidert. Beziehungsweise er hat sie begrüßt und sie haben den Gruß erwidert. Und dann haben sie gesagt, willkommen, o edler Bruder und edler Prophet. Dann bin ich emporgestiegen in den dritten Himmel. Auch hier wieder, wer ist da? Jibril, ist jemand mit dir? Ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wurde er denn schon entsendet, geschickt? Ja. Auf jeden Fall, wen hat er dann gefunden? Dritter Himmel? Nein. 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 Nein, ja, Isa waren wir doch gerade. Ja, möge Allah uns mit Isa a.s. vereinen. Ja? Yusuf a.s. Dann hat eben Jibril ihm gesagt, das ist Yusuf a.s. Dann habe ich, also Jibril hat ihn begrüßt und dann hat auch der Prophet a.s. begrüßt, dann hat er den Gruß erwidert, dann sagte er, willkommen, o edler Bruder und edler Prophet. Dann ist er in den vierten Himmel. Wen hat er dort gefunden? Ja? Nein. Nein. Idris. Dann hat er Idris gesehen. Auch er hat, sie haben ihn begrüßt, er hat den Gruß erwidert. Dann ist er in den fünften Himmel. Wen hat er dort gefunden? Ja? Nein. Ja? Nein. Nein. Fast. Harun. Der Bruder von Musa. Dann hat man, also Jibril a.s. hat gesagt, das ist Harun, die haben sich begrüßt. Dann ging es weiter in den sechsten Himmel. Wer war dort? Ja? Musa a.s. Auch da, aber da war jetzt ein besonderer Moment, also sie haben sich begrüßt und so weiter. Und dann weinte Musa a.s. Dann hat man ihm gesagt, warum weinst du denn? Dann sagt er, ich weine, weil ein Junge nach mir gekommen ist, er meinte Rasul a.s., weil ein Junge nach mir gekommen ist und dessen Volk ist das größte Volk im Paradies. Ja, Rabbi, lass uns dazu gehören. Alhamdulillah. Ja? Das heißt, dass eben die Umma des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die meisten Paradiesbewohner ausmachen. Dann ging es weiter in den siebten Himmel. Wer ist da? Ibrahim a.s. Dann hat er also Ibrahim dort gefunden und Jibril sagte, das ist dein Vater Ibrahim. Warum Vater? Ja? Genau, weil das ist der Punkt, an dem sich die Propheten treffen. Ja, also nach Ibrahim gibt es ja zwei Linien. Einmal Ishaq und davon kommen alle Propheten der Kinder Israels und Ismail. Und der nächste Prophet nach Ismail ist, also von dieser Linie, ist eben der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Ibrahim alaihi salam ist der Großvater eben aller Propheten nach ihm. Es gab also keine Propheten aus einer anderen Linie, außer eben ab Ibrahim alaihi salatu wasalam. Also hat er ihn begrüßt und er hat den Gruß erwidert und er sagte, willkommen, o edler Sohn und edler Prophet. Dann bin ich emporgestiegen zum Baum Sidratu al-Muntaha. Al-Sidr, was ist auf Deutsch? Lotusblütenbaum, Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ja, diese kleinen grünen Blätter ist von... Ja, genau, also dort, aber jetzt hier in der Dunya, meine ich. Genau, in der Dunya, dieser Lotusblütenbaum, der ist auch, wird auch in der Ruqya dann auch benutzt, ja, oder in der islamischen Medizin. Ja. Und das eben war ein Baum, der letzte Baum, Muntaha, also ist das Ziel, ja, das letzte. Also bin ich zur Sidratul Muntaha und da sagte er, die Blätter von diesem Baum waren riesengroß, ja, wie die Ohren der Elefanten und die Früchte so wie die Krüge, wie große Krüge. Da sagte eben Jibril alaihi salam, das ist Sidratul Muntaha und ich sah vier Flüsse. Und da sagte Jibril a.s., diese zwei Flüsse sind im Paradies und diese beiden anderen Flüsse sind, welche auf der Erde? Zwei besondere Flüsse. Mishad Dajla? El-Furat? Wo ist El-Furat?
Wo ist es? Für Irak. Und der andere Fluss? Lala. Ein Nil. Und der ist wo? In Ägypten. Dann wurde mir das wohlbesuchte Haus gezeigt. Was ist das wohlbesuchte Haus? Ja. Ma'mur, ja. Was ist das für ein Haus? Also gut, es gibt zumindest mal Beit al-Ma'mur dann. Ja, aber was ist das? Was ist das so Besondere? Ja? Genau, es ist die Pilgerstätte der Engel. Da pilgern, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, täglich 70.000 Engel dorthin, die nicht noch einmal dorthin pilgern. Also jeden Tag sind es neue 70.000 Engel. Ja, und das zeigt natürlich, wie gewaltig diese Armee ist, ja? Der Engel. Und deswegen sagt Allah azza wa jalla, und die Anzahl der Soldaten Allahs, also die Engel sind hier gemeint, kennt nur Allah azza wa jalla. Also nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Anzahl. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wurde mir ein Gefäß mit Wein und ein Gefäß mit Milch und ein Gefäß mit Honig gegeben und ich habe das Gefäß mit Milch genommen, da sagte er mir, das ist die natürliche Veranlagung, der du folgst und auch deiner und auch deine Umme. Ja. Dann wurden mir die 50 Gebete auferlegt. Danach wurde dem Prophet sallallahu alaihi wasallam 50 Gebete auferlegt. Am Tag, also 50 Gebete am Tag. Dann bin ich zurückgegangen, das war's. Ja, also dann ist er wieder zurückgegangen. Dann bin ich bei Musa a.s. vorbeigekommen und er fragte mich, was hat Allah dir auferlegt? Da sagte ich, ich habe den Befehl bekommen, also er hat mir auferlegt, 50 Gebete zu verrichten. Und dann sagte Musa a.s., deine Umma wird das nicht ertragen. Also deine Umma, deine Gemeinschaft wird das nicht machen können. Ja, 50 Gebete wird zu viel sein. Dann sagte er, ich habe bereits die Kinder Israels begleitet, ich kenne sie. Ja? Und das heißt, ich weiß, diese Menschen, die werden das nicht ertragen. Also bitte dein Herr darum, dass er etwas erleichtert. Also bin ich zurückgegangen und er hat mir 10 Gebete Nachlass gegeben. Ja, also 10 Gebete weniger. Also ging ich zurück zu Musa a.s., da sagte er mir das Gleiche. Also bin ich zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat er mir wieder 10 Gebete weniger gegeben und so weiter und so fort, bis es eben 5 Gebete wurden. Und da sagte Musa, bitte Allah darum, dass er dir das erleichtert. Und da sagte er, nein. Also da schäme ich mich jetzt. Dann nochmal bei weniger als 5. Ja, bitte. Also in diesem Hadith steht hier immer 10. Ja, also dann hat er mir 10 weggenommen, also Nachlass gegeben, immer 10. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, es sind 5 und es sind 50. 5 ist gleich 50, warum? Ja? Genau, jedes Gebet wird 10-fach gezählt, weil jede gute Tat immer 10-fach gezählt wird. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Musa alaihi wasallam, ich habe Allah so sehr gefragt, bis ich mich schäme. Ja, also ich kann jetzt nicht nochmal Allah subhanahu wa ta'ala fragen. Und dann ist er eben zurückgegangen, alaihi salatu wassalam. Als er wieder in Mekka war, das war die Himmelsreise. Die Frage jetzt, die sich gestellt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen, hat er ihn nicht gesehen? Das ist eine Sache, da waren die Sahabe sich auch nicht einig. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist Licht, wie soll ich ihn sehen? Ja, das heißt, er hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht direkt gesehen, sondern er hat ein Licht gesehen. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, da waren schon die Sahaba sich nicht einig und deswegen ist es keine großartige Sache, wo man sich streiten soll. Ja. Sondern wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dem Propheten direkt gesprochen, direkt also, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat Allah gehört, ohne dass Jibril hier vermittelt hat. Ja, ansonsten beim Koran war es ja immer so, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Jibril spricht und Jibril a.s. geht zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam.
Als nun der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka war, sagt er, da habe ich mir schon gedacht, dass die Leute mir das nicht glauben werden. Ja? Genau, das war eine große Prüfung, dass einige tatsächlich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht geglaubt haben. Denn kurz mal ein paar hunderte Kilometer in einer Nacht, ja, zur damaligen Zeit, ja, das ist etwas, das hat kein Mensch gemacht. Ja, das gehört zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich war etwas traurig. Warum? Weil er wusste, die werden das ihm, wer wird ihm denn glauben jetzt? Da sah ihn Abu Jahl und das fragte ihn, was ist mit dir los? Gibt es was? Gibt es was Neues? Und er sagte das aus Spott. Ja? Also, und hast du jetzt wieder was Neues zu sagen? Da sagte er, ja, der Prophet alaihi salatu wassalam. Da sagte Abu Jahl, und was? Er sagte, ich hatte eine Reise gestern Abend. Und da fragte Abu Jahl, wohin? Da sagt er, Beit al-Maqdis, also al-Quds. Und da sagt Abu Jahl, und jetzt bist du wieder hier. Ja, schon, der wollte sich schon lustig machen. Da sagte er, ja. Dann sagte er, wirst du das auch vor den Leuten sagen? Der hat sich schon gefreut. Abu Jahl hat sich schon gefreut. Endlich haben wir etwas. Jetzt wird jeder merken, wer tatsächlich Muhammad ist, alayhi salatu wassalam. Wirst du das auch vor den Leuten sagen? Sagt er, ja. Also hat Abu Jahl, guck mal, Abu Jahl ruft die Leute um, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Rede hält. Also hat er die Leute gerufen, kommt her, kommt her. Was ist los? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gestern Abend war ich in Al-Quds. Also er sagte, gestern Abend hatte ich eine Nachtreise. Und dann sagten sie, wohin denn? Wo warst du denn? Dann sagte er, Al-Quds. Dann sagten sie, und du bist jetzt wieder zurück? Bist jetzt wieder angekommen? Dann sagte er, ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder beziehungsweise in diesem Hadith heißt es dann, und dann gab es einige, die geklatscht haben, nicht Applaus, sondern dieses, kennt ihr dieses Klatschen, dieses, das war's, ja, dieses, dem ist nicht mehr zu helfen, ja. Und die anderen haben ihre Hände auf den Kopf gelegt, ja, weil das ist etwas Unmögliches zur damaligen Zeit. Dann hat man ihm gesagt, okay, wenn das so ist, beschreibe uns diese Al-Aqsa-Moschee. Denn sie wussten ganz genau, er war noch nie dort. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn er schon dort war. Sie wussten ganz genau, und das ist ein wichtiger Aspekt auch für die Beweiskraft, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben ein Prophet ist. Die wussten, wo er war. Sonst hätten sie so eine Frage nicht gestellt. Sie wussten ganz genau, wann, mit wem war er an welchem Ort. Ja, man muss sich das vorstellen, wie heutzutage, wenn man in einem Dorf lebt. Dann kennt jeder den anderen. Natürlich in Großstädten, da weißt du nicht, was der andere getan hat und wo er war und so weiter und so fort. Ja. Aber zur damaligen Zeit wusste jeder, ja, ja, der geht immer nach Syrien, der geht immer nach Jemen, der geht immer nach Ägypten. Das war allgemein bekannt. Warum ist das so eine wichtige Information? Damit wir wissen, er hat nirgendwo etwas gelernt. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, vielleicht hat er da gelernt, vielleicht hat er von dem gelernt, vielleicht hat er dieses oder jenes gehört. Wäre es so gewesen, dass diese Möglichkeit vorhanden gewesen wäre, dann hätten die Mekkaner nicht diese Frage gestellt. Sie wussten ganz genau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nie außerhalb von Mekka, außer wann? Genau, als er noch ein Kind war und sein Onkel Abu Talib ihn nach Syrien genommen hat. Weiter. Einmal mit der Karawane von Khadija radiallahu anha, ja, und dann diese Geschichte mit At-Taif. Aber At-Taif ist ja nicht Beit al-Maqdis. Ja. Das heißt, sie wussten ganz genau, wo er war. Also sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habe ich es beschrieben. Und dann gab es eine Stelle, die ich vergessen habe, wie sie aussieht. Da hat mir Allah azza wa jal Beit al-Maqdis wieder gezeigt. Und so habe ich es detailliert beschrieben. Haben sie geglaubt? Nein. Subhanallah. Wer nicht glauben will, der wird auch nicht glauben. Egal, auch wenn du Beweise führst. Einige denken, nee, wir müssen es nur beweisen, das reicht. Das reicht leider nicht. Noch einmal, Iblis weiß alles, also weiß, dass Allah existiert und dass das Paradies existiert und die Hölle existiert. Er weiß, wer er selbst ist. Und trotzdem ist er ein ungläubiger Mensch. Also ein Djinn natürlich, nicht Mensch.
Also ist das Wissen alleine nicht ausreichend für die Rechtleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle rechtleiten. Auf jeden Fall, und dann gingen sie ja zu Abu Bakr radiallahu anhu und haben gesagt, hast du gehört, was dein Freund sagt? Der sagt, er war gestern Abend kurz mal Baitul Maqdis und ist wieder zurückgekommen. Und dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu, wenn er das sagt, dann war es so. Und deswegen wurde er genannt As-Siddiq, der Wahrhaftige. Also auch der Gläubige, der an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt. Und er sagte, wundert euch nicht, denn ich glaube ihm, was viel schwieriger oder verwunderlicher ist, dass er täglich Offenbarung vom Himmel bekommt. Das ist ja wohl noch schwieriger als die Reise nach Al-Quds. Und an dieser Stelle machen wir einen Halt, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.